It's tool time! Tada! Ja, ist doch keiner hier zum Abladen und Frondienst zu leisten. Also machen wir hier mal ein Unboxing. Und ja, vor Ort. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, die Elfe übernimmt die Kamera mal bitte. Nicht auf den Ausknopf kommen. Hier sind die Kartons. Schön drauf. Ja. Sonst nimm den Stuhl. Ja, wieder mal schön eingepackt von RCK Online. Das ist ja, Restekartonverwertung, das finde ich echt gut. Ich hoffe, ihr könnt mich hören bei der schönen A40 im Hintergrund. Und ja, Tisch ist ein bisschen nass, aber das stört uns nicht. Ein bisschen weiter weg, dass man das dann auch sieht. Ja, nicht so weit weg von hier oben. Schau mal, wie rum ist sie. Ja, das soll mir was werden. So, einmal gucken wieder, ob nicht noch eine Rechnung dabei ist. Pappe. Ja, nehmen wir natürlich unser Müll wieder mit hier. Irgendwelche Bratzen. Filmst du das wirklich, ja, oder tust du nur so? Filme. Ja, ja. Ich sehe das schon. Ja, bevor wir den ganzen Papier drüben rausschmeißen, da ist die Lieferschein. Und ja, jetzt hast du es schon gezeigt. Ja, leider hatten sie nur die kleine Menge davon, aber ich hatte jetzt gar nichts mehr. Und bevor ich meine neuen Sachen fahre, ja, ohne diese schöne Paste, die man da drauf macht, also für die Zahnräder, das ist Gearloop. Und da gibt es ja noch was für die Kugellager. Das kann ich nicht behaupten, dass das, ja, es wird wohl gut sein, aber dies finde ich astrein, das hat mit Sicherheit geholfen. So, jetzt wackel noch ein bisschen mit der Kamera rum, dann hast du deinen Job, dann war es das mit deinem Kameraposten. So, was haben wir hier Schönes? Ja, jetzt kommt es, warum ich auch bestellt habe, hier muss da irgendwo eine Dichtung drin rumfliegen. Hm. Moment. Einmal gucken. Ah ja, hier ist sie. Zylinderkopfdichtung. Eine Quelldichtung und die ist so teuer. Ich dachte, das wäre jetzt die grüne gewesen. Also irgendwie kriege ich immer die falschen Sachen bestellt. Ja, Aufkleber, sehr schön. RC-Dingster-Bumster, auch nochmal was. Ja, und dann die übliche Werbung. Vielleicht nicht so interessant, sonst wollen wir jetzt mal das hier. Ja, deswegen habe ich bestellt. Und zwar kriegt man so einen Bogen, der kostet glaube ich sonst 15 Euro. Bekommt man den dabei. Ist das eingefangen, irgendwie ohne dass du da total verwackelst alles? Ja. Ich knick das mal auseinander hier. Gib mal her. So, dann halt du das mal auseinander. Bin ja ein bisschen größer. Ja, das finde ich mal geil. Ich habe ja noch keine gescheiten Aufkleber auf meiner Rappelkiste. Und die kommen auf jeden Fall noch zusätzlich da drauf. Ast rein so ein Bogen, da gab es auch noch einen anderen zur Auswahl und die haben tatsächlich den richtigen geschickt. Ja, Ast rein. Hier war ja nichts mehr drin. Wollen wir jetzt noch die Werbung zeigen? Halt mal feste. Hier weiter filmen. Ja. Ist das bloß nur das kalte Finger oder was? Nee. Also. So, jetzt kommt das Gummiband erstmal da rum. Ja, ist alles ein bisschen improvisiert jetzt, aber macht nichts. Oh, was ist. Ja, meine Dichtung war das. Schreiben. Ach, jetzt kann ich schneiden, da war mein Name drauf. Scheiß die Wand an. Ja, das hat man jetzt davon. Ja, ich gucke da gerade, sonst nichts Interessantes. Also Namen rausschneiden wieder. Sonst haben wir hinter Besucher, die wir nicht haben wollen. So, das wieder da rein. Da ist der Karton kaputt da unten. Das war Kartonstück Nummer 1. Bist du noch dabei? Ja. Wenn es geht, die Kamera nicht so hin und her wackeln immer. Ja, so ruhig wie als möglich halten. So. Wollen wir mal sehen, was hier los ist. Ja, bin mal gespannt, wie lange die Aufkleber auf dem Auto bleiben. Boah, so ein großer Karton ist das. Was ist da drin? Ja, wirst du ja gleich sehen. Darum geht's ja. Ja, ich hätte die Klasse stellen müssen. Du bist ein Kameramann, du musst über die Kamera das Ziel angucken, nicht selber. Mach ich doch. Ja, das sehe ich nicht. So, wollen wir mal aufmachen.
Das brauchst du nicht drauf zu machen, Mensch. Muss ich eine Zange holen oder was? Ist auch. So. Ja. Was ist da drin? Neuer Rezo? Keine Ahnung. Ah, da geht die Sonne auf. Was sagen wir denn dazu? Kannst ja mal einmal mit der Kamera rüberfahren. Ja, Automechaniker wissen schon, was das hier ist. Und zwar sind das hier alles Spezialzangen, um Halterungen aufzumachen. Und hier diese tollen Klemmen am Auto, die wir da haben. Das ist immer so eine Sache, mit der Kneifzange da dran zu gehen oder mit der Kombizange ist das doof. Und hier ist das für jedes Ding ein Spezial. Ich habe das selber noch nicht gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie dein Film geworden ist. So, da greift man, also wenn man jetzt innen drin die Schläuche abmachen möchte im Auto, dafür hat man dann diese Spezialzange, damit drückt man zusammen und hat sie dann super offen, ohne sich da irgendwo einen abzubrechen. Ja, mit einer Arretierung hier anscheinend. Ach so, ja, es muss ja auch dann so bleiben in der Stellung, dass man sie dann auch beiseite schieben kann. Ja, und hier oben sieht man das Ganze nochmal in Verlängerung. Wenn man irgendwo mit der Zange nicht drankommt, dann kann man mit diesem Teil das vor Ort machen. Also irgendwo in der Ecke, wo versteckt ist. Da muss ich mir auch nochmal einfummeln, wie das genau geht. Da, ah ja, so. Da hat man diese Mechanik. Und ja, noch der Haken, das weiß ich gar nicht. Was haben wir hier noch? Ein Adapter. Ah, das ist für den Seilzug, den haben sie dabei gegeben, weil das Problem ist, dass hier unten das Knüppelchen, hast du drauf, ja, dass die Blombe mal abreißt und ja, dann funktioniert es natürlich nicht mehr und dann kann man hier dieses Endstück, wo ist mein Finger, das Endstück da drauf machen und das haben sie schon verbessert, weil das, ja, haben schon Leute bemängelt gehabt. Ja, tolle Sachen dabei, also so eine Zange, oh, ist das feste, das habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Ach, da kann man die mit, wo man sie mit zusammendrückt, so. Habe ich auch schon mal gesehen. So eine Schelle, die man nicht wieder aufkriegt, die man einmal nur zusammendrückt. Ja, klasse. Jetzt bin ich aber, habe ich aber gut was am Start hier. So, jetzt gibt es hier nochmal. Ja, klasse. Also, was ist das denn für Dinge? Für die Rohrmuschel? Hammer. Ein Töpfchen da dran und da auch. Ohrläppchen ziehen. Ja, da kann man Ohrringe reinmachen in eine Ohrläppchen, ne? Oder in eine Nase, wo man will. Ja, oder bei Jack S. woanders rein. Ja, der Nagel, das weiß ich noch gar nicht. Schraubenzieher, keine Ahnung wofür. Ja, Spitze. Da können wir ja loslegen, weil ihr habt ja schon gesehen, Turbospray, da muss man nämlich noch ein paar Zuluftschläuche abmachen. Da sind eben solche Schellen, wo ich keinen Bock habe, ewig mit der Pumpenzange abzurutschen. Und das geht jetzt mal richtig geil. So. Hier nochmal Beschreibung oder was. War auch gar nicht mal so teuer. Und müsst ihr mal googeln, das gibt es also auch schon für kleines Geld. Auch dieser ganze Umfang von den ganzen. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt habe ich lange genug gesammelt. Zeit geschindet, da haben wir nochmal ein bisschen Werbung machen hier. Tada. Und was sagen wir dann? Bis zum nächsten Mal. Ceva. Ceva. Ceva.